Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Hogwarts Legacy. Wir sind aktuell immer noch dabei, die erste Prüfung abzuschließen und auf der einen Seite sehen wir einen Ausgang. Mehr Statuen. Oh, wo denn? Ach so, da. Okay, erst da. Upala, hallo. Oh, er ist ein bisschen zu fett. Incendio. Kann ich einfrieren? Ja, geht. Bam, 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 bam. Oh, oh, nein, nein, das war der falsche Knopf. Scheiße. Aber hey, ich kann nicht mal einen Trank nehmen. Ja. Dum, 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 dum. Nein, schon wieder den falschen Knopf. Was ist denn los mit mir? Okay, Leute, das wird besser. Jetzt aber. Da, er hat seine Waffe verloren. Rottel. Oh oh. Na, das hättest du wohl gerne, Bruder, wa? Ich könnte hier meinen alten Zauber-Magie-Gedönse auswählen, aber nö. Der ist fast tot. Lohnt nicht mehr. Guck mal hier. Zack. Ich bekomme hier nichts geschenkt. Nee, das ist ja auch eine Prüfung und kein, ne, Kindergarten-Gedönse. Hier müssen wir schon ein bisschen arbeiten. Das ist so, aber das erwarte ich auch nicht. Ich bin in der Prüfung, will ich auch ein bisschen gefordert werden, ne? So sind ja langweilig, das ist ja so. So, mal gucken. Ihr seid alle kaputt, ne? Boinks. Ah ja, da geht nichts mehr. Da bewegt sich nichts mehr. Guck mal, der hat nicht mal meinen Kopf. Aber gut, wir Elden Ring, beziehungsweise, wir, na, komm mal dran. Komm ich da rauf? Ja. Ich glaube, da muss ich nicht hoch, ne? Uah, muss erstmal dahin was aktivieren und dann geht's los. Wir auf jeden Fall, okay. Wir Elden Ring und Co-Spieler wissen ja von From Software Games allgemein, dass nur weil ein Gegner keinen Kopf mehr hat, das nicht heißt, dass er tot ist, ne? Oder sie nicht mehr wehrt. Nee, nee. Das heißt gar nichts. So. Da können wir jetzt durch. Moment, Moment. Da müssen wir wohl hin, wa? Aber das... So nicht, hier ist keine Plattform. Aber wenn wir da jetzt durchgehen, entweder so rum oder andersrum. Mal schauen. Hier sehe ich keine Plattform. Was passiert, wenn ich so rumgehe? Hier sehe ich auch keine Plattform. Ich gehe mal andersrum. Ich habe das Gefühl, so rum ist besser. Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ja, solltest du. Ah, Google Mall. So hat's geklappt. Das ist schon witzig, ne? Also, das ist schon cool. Da musst du auch erstmal drauf kommen. So, Achtung. Oh. Auch so als Rätselidee finde ich es halt sehr gelungen. Ah, da ist so eine Kiste. Jetzt kann ich da nämlich rüberfahren. Warte, jetzt fahre ich hier rüber. Oh, lol. Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Etwas muss jetzt anders sein. Ja, ja, warte, pass auf. Jetzt ist das Ding da nämlich weg. Jetzt müssen wir wieder zurück. Einmal wieder durchlaufen. Diesmal wieder so rum. Jetzt ist alles wieder wie vorher, oder? Nee, da müssen wir so rumlaufen. Warte. Roms. Jetzt ist nämlich dort dieses Ding wieder. Aber wie komme ich jetzt hoch? Das ist jetzt die Frage. Ich muss da ja irgendwie wieder hochkommen. Das ist eine gute Frage. Ich komme da. Ah, doch, da. So komme ich natürlich hoch. Alles gut. Ich bin wieder ein bisschen doof. Ich habe die Treppe vergessen. Da ist doch eine Treppe. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Ja, ja, alles ist gut. Du bist ja schlimmer als Atreus. Ach, hier. Junge. Wobei, Mädchen. Und go. Und zack. Daran gewöhne ich mich nie. An diese bewegenden Dinger, nee, das ist auch etwas ungewöhnlich. Aber es ist cool. Kämpfen wir wieder oder nicht?
Allgefein, Freund. Oh, oh. Oh, wir kämpfen. Hallo. Dich lasse ich mal komplett zerexplodieren. Oh, Bruder. Kann mein Stand bleiben. Du musst mal genießen. Gutes Genießen, Bruder. Gutes Genießen. Oh, erstmal den da. Erstmal den dicken. Dinger hier eben einsammeln. So, und komm! Jetzt kriegst du dein eigenes Ding mal eben in der Fresse rein. Oh! Das ist sehr unhöflich. Und weg. Stup, stup, stup. Oh, ich war zu weit weg. Oh, oh. Ja, das hättest du wohl gerne gehabt, wa? Komm mal ran, Bruder. Pack. Direkt zerknallt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mal gucken, ob hier noch irgendwas an Loot rumliegt. Nee. Dann wird hier wohl irgendwo ein Ort der Magie wieder schlummern. Oder wir dürfen einfach hier weitergehen. Hier irgendwas aktiviert? Nö. Hier sieht alles noch ganz normal aus. Dann gehen wir einfach mal, würde ich sagen, weiter, ne? Untersuchen. Hier, mach mal auf. Ist das jetzt aktiv? Ja, ich glaube schon. Ach, da ist das Tor. Alles klar. Jetzt mal ran. So, Achtung. Und rüber. Was passiert denn? Ich fahre jetzt erstmal da. Ganz entspannt. Dann. Habe ich das Gefühl, werde ich sterben, wenn ich mir das Ding hier nicht herhole. Hol mal her. Nee, das klappt nicht. Oh. Wenn ich da durchgehe, werde ich sterben. Ich muss, glaube ich, auf die andere Seite. Warte mal. Wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite. Aber wie? Doch so. Nein, nein, nein. Nicht so. So. Fahr da mal eben rüber, Bruder. Aber wie? Nee. So wird das nix. Müssen da irgendwie rüber. Oh, vorsichtig! Oh nein, ich bin runtergefallen, wie auch immer das gerade passiert ist. Jetzt ist das Ding nicht an. Aber ich muss es anmachen. Warte mal, was passiert, wenn ich das nicht... Nee, ich muss es anmachen. Es muss aktiviert werden. So, dann... Kommst du mal her. So. Dann versuche ich mal mit dir dahin zu fahren. Und da, guck mal. So. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's nämlich. Jetzt können wir da runter die Kiste öffnen. Oh, Mist. Muss man eben kurz gucken, was wir zerstören können, gegebenenfalls. Wir sind leider wieder voll. Ich habe zwar alles verkauft am Anfang, aber nützt nichts. 59, 61. Das hier wäre das Beste. Das ist, glaube ich, das Billigste. Dann können wir das mal zerstören. Ich muss zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Nein. Was haben wir denn hier noch? Warte, ich hab ja so neue Handschuhe angezogen. Wobei, die sehen, glaube ich, ganz nice aus. Die können sogar so bleiben. Unglaublich. So, ist besser. Ist noch besser. Ist noch besser. Dann nehmen wir doch mal die hier.
Wunderbar. Aber bitte keine Brille. Dann Kopfbedeckung. Schlechter. Schlechter. Können wir auch nochmal eine zerstören, einfach nur damit wir es gemacht haben. Boings. Dann Halsbekleidung. Wie sieht's denn da aus? Das Ding ist noch nicht mal tragbar. Schlechter. Schlechter. Besser. Der Schaden durch alte Magie wird hier zwar erhöht, aber trotzdem ist hier ist besser. Nehmen wir den. Sieht auch hübsch aus, können wir so lassen. Dann gehen wir mal zu den Mänteln und Umhängen. Ja, der hier ist deutlich besser. Sieht auch brauchbar aus. Darf so bleiben. Outfit. Reduziert Schaden durch Trolle. Ja gut, so viel Schaden durch Trolle kriegen wir aktuell nicht. Können wir also auch mal nochmal eben wechseln. Komm. Who cares, sag ich mal, ne? Dann öffnen wir mal eben die Kiste hier noch. Jetzt haben wir ja wieder Platz. Okay. Hat aber nicht viel gebraucht. Dann gehen wir mal hier durch. Nun, hat sich was getan? Oh ne, warte, jetzt muss ich ja... Oh, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, Mrs. Davenport. Ich muss ja immer noch irgendwie da jetzt durchkommen. Ohne zu verrecken. Schnall ich nicht so ganz, weil es ist ja alles weit oben. Ich gehe mal eben durch. Ja, guck, sterbe ich. Ne, läuft nicht. Hä? Hab ich nicht, Leute. Also, ich aktiviere dieses Ding. Dann ziehe ich dich rüber. Dann fahre ich dahin. Dann fahre ich dahin. Da komme ich noch nicht hin, weil mir hier die Wegdinger dafür fehlen. Was ist das für ein lilanes Gekröse hier? Was will mir das sagen? Ich kann jetzt halt hier runtergehen, ja. Hier durchgehen bringt mir aber nichts. Nee. Ich muss gestehen, ich schnall's nicht. Bin ich jetzt ehrlich? Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt. Ich verstehe das Rätsel nicht. Wenn ich hier durchgehe, verreck ich. Nee, schnall ich nicht. Muss ja jetzt immer wieder raufkommen, komme ich aber nicht. Muss ich vielleicht damit da durchfahren? Durch dieses Ding? Mit dem ganzen, mit der ganzen Plattform? Passt die da durch? Ich glaube nicht. Ja, ich bringe mich nochmal wieder um, weil ich nicht weiß, wie ich es weitermachen soll. Passen wir da mit der Plattform durch? Vielleicht ist das der Weg. Okay, pass mal auf. Ja, vielleicht ist das der Weg. Oh nein, was mache ich denn für eine Scheiße? Komm her. Vielleicht müssen wir mit der ganzen Plattform da durchfahren. Aber wie? Wie? Dann müssten wir ja doch so machen. Oh, warte, warte, warte. Ja, und dann jetzt so. Tatsache, Alter, da muss doch erstmal drauf kommen. Okay. Und dann geht's hier weiter. Das war eine etwas schwierigere Geburt, aber Leute, ist auch schon spät, ne? Also ein bisschen Rücksicht bitte, ja? Mit meinem armen, müden Gehirn. Oh, diese Prüfung, aber ich finde sie nicht schlecht. Das hat was. Das ist ganz cool. Auch die Idee ist halt cool mit diesen... Oh. Na, wenn hier so viele Powertränke rumliegen, ne, dann weißt du aber Bescheid, was da gleich kommt. Ich würde gerne tatsächlich das Explosionszauberding mal irgendwie dahin packen.
Müssen wir mal eben... Wenn ich mal gucke, habe ich das irgendwo? Da. Da und da. Okay, mal schauen. Ich bin immer etwas verwirrt, wenn ich so viel hin und her wechseln muss. Revelio. Okay, oh. Alles wird gut. Schließ die Prüfung von Percival Rackham ab. Ja, hab ich vor. Darf keine Mega-Power-Tränke mehr nehmen. Das sieht mir sehr nach einem Arena-Endboss-Kampf aus. Ja, war klar. Hallo. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht, aber wir probieren es mal. Von Pringo. Bam! Rein in die Fresse. Oh nein, wieder verdrückt. Das gibt's doch nicht. Bam! Oh, ja, bleib mal entspannt. Ist hier am Abgehen. Komm du mal her und dann den und dann den. Geht's richtig rund, Leute. Richtig rund geht das hier. Und weg. Entwaffnen. Jawohl. Ein Eisen. Und aufs Maul. Oh oh. Rum. Ich finde das schön, dass das Spiel mir in diesem Moment, wo ich hier gerade hardcore am Stress schieben bin. So einen kleinen Hinweis wie von wegen, rüste dich doch mal mit der gefundenen Ausrüstung aus, Bruder. Schade doch nicht. Ich glaube, oh ne, es geht weiter. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Oh mein Gott, der sieht aber fett aus. Huhu, hallo. Oh, was ist das? Oh, oh. Holy moly, Bruder, bleib mal entspannt. Sieh den mal an, den Boy. Dann müssen wir auch mal ein bisschen treffen. Und Feuer. Oh oh. Ich glaube, mit der Kugel muss ich irgendwas machen. Mit der Kugel kann man irgendwas machen. Ich habe da gerade schon irgendwas gemacht. Aber wohl nicht das, was vorgesehen war. Wow, 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 wow. Da bleibt doch mal entspannt. Zerstöre die Sphäre, während sie sich auflädt. Okay, wie? Okay, mit draufhauen geht's nicht. Oh. Das ist wahrscheinlich mega einfach, ich bin wieder einfach nur zu dumm. Ah, nein! Oh Mann, bis ich struggle so sehr, bis ich mich zusammengedödelt habe und raffe, was ich machen will. Jetzt ist schon zu spät. Ich muss die Sphäre wahrscheinlich mit so einem gelben Zauber kaputt hauen. Warte mal. Ich kann mein Moveset eben ändern. Warte mal. Da machen wir mal hier den hin. In der Hoffnung, dass das was bringt, okay? Aber wahrscheinlich macht er gleich wieder die Lieder, das wäre. Oh, mach den hier. Und bomm. Feuer, jawoll, in die Knie gezwungen, hat 35 Erfahrungspunkte gegeben, ist ja nicht so viel. Holy shit. Aber ein cooler Kampf, ich habe das mit der Sphäre noch nicht gecheckt, offensichtlich ja nicht. Kommt aber noch, verstehen wir auch noch. Wow, echt anstrengend. Meine Lieben, der Hahn hat gekräht, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.